Moin moin und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal von I Like Games. Heute mit dem zweiten Solo-Let's Play, das ich hier machen werde. Und zwar zweite Folge von Patzner vs. Brettspiel. Heute gegen Terraforming Mars. Ich werde es mit allen Erweiterungen spielen. Ich werde am Anfang, bevor ich anfange zu spielen, auch kurz erklären, was unser Ziel ist. Beziehungsweise, das kann ich jetzt auch kurz sagen, wir müssen einen Terraform-Wert von 63 erreichen und das innerhalb von 12 Generationen. Und da zählt die Endwertung am Ende des Spiels gar nicht mit rein. Das heißt, wir kriegen noch keine Punkte für unsere Grünflächenplättchen oder durch unsere Städte oder durch Karten, sondern der reine Terraform-Wert von 63 muss erreicht werden. Ja, wenn ihr gespannt seid, ob ich das schaffen werde, guckt euch dieses Video an. Ich freue mich drauf. Bis gleich. So, dann wollen wir mal anfangen mit unserem Terraform Mars Solo-Spiel. Wie ich im Intro schon gesagt habe, wir spielen mit allen Erweiterungen. Das heißt, wir haben folgendes Ziel. Unser Ziel ist es, innerhalb von 12 Generationen einen Terraform-Wert von 63 zu erreichen. Gut, deswegen haben wir hier bei der 63 schon mal einen Marker, genauso wie bei der 12, weil nach 12 Generationen ist das Spiel vorbei. Und wir starten auch nur mit einem Terraform-Wert von 14. Ja, wie wir das schaffen, weiß ich noch nicht, denn wichtig ist, man kriegt keine Punkte am Ende des Spiels, beziehungsweise man kann sich schon seinen Score ausrechnen. Allerdings die Punkte, die man durch Städte oder durch Grünflächenplättchen bekommen würde am Ende des Spiels oder durch Karten, zählen nicht mit dazu, sondern wirklich nach 12 Generationen der reine Terraform-Wert zählt. Ein bisschen was habe ich schon aufgebaut. Die neutralen Plättchen habe ich schon aufgebaut. Es gibt zwei neutrale Städte mit jeweils zwei Grünflächenplättchen. An einer Stelle hatten wir ein bisschen Glück, nämlich das Grünflächenplättchen hier. Es konnte nur da oder dahin und es hat zum Glück nur den Spot weggenommen, auf dem eine Karte als Bonus ist und nicht da, wo es drei gibt. Da bin ich recht glücklich drüber. So, das, was wir noch machen müssen, ist, wir mischen die Kolonien und von diesen Kolonien ziehen wir vier Stück und drei davon darf ich mir gleich aussuchen, die am Spiel teilnehmen. Die gucken wir uns gleich an, beziehungsweise die dürfen wir uns gleichzeitig aussuchen mit unserem Konzern und unseren Startkarten und unseren Präludien. Deswegen, ja, gucken wir einfach mal, was da so bei ist. Also ich sehe schon, Callisto ist ganz gut auf jeden Fall, Io und Luna auch. Ich vermute fast mal, ich werde auf Enceladus verzichten. Ich werde die gleich nochmal ein bisschen in die Kamera halten, damit ihr ein bisschen besser sehen könnt. Einen Moment. So, Enceladus, das ist der mit dem... Moment. Das ist der mit den Mikroben. Und ich denke mal, wir spielen einfach mit Callisto, Luna und Io. Hoppala. Weil das wohl die sind, die am besten sind. Es sei denn natürlich, ich habe jetzt bei den Startkarten und den Konzernen welche dabei, die sehr viel auf Mikroben setzen. Wobei ich halt nicht weiß, ob das so viel bringt in der Solo-Partie. Deswegen schauen wir einfach mal. So, ich habe hier als Konzerne folgende. Einmal habe ich Credico, die habe ich letztens erst gespielt. Start mit 57 Mega-Credits und immer wenn man eine Karte ausspielt, die 20 oder mehr Mega-Credits kostet oder wenn man ein Standardprojekt finanziert, das 20 oder mehr kostet, kriegt man 4 Mega-Credits wieder danach. Ist vielleicht im Solo-Spiel gar nicht so schlecht, wenn wir Grünflächenplättchen legen wollen. Weiß ich noch nicht, mal gucken. Und die hier kenne ich noch nicht. Das war eine von denen aus dem Promo-Paket von Feuerland, da wo drei Konzerne drin waren. Ich lese die mal kurz vor. Das sind die Arkadien-Gemeinschaft. Man beginnt mit 40 Mega-Credits und 10 Stahl. Und als erste Aktion legt man einen Marker auf ein nicht reserviertes Gebiet. Okay. Na gut, und als Aktion lege einen deiner Marker auf ein nicht reserviertes Gebiet, das an ein eigenes Plättchen oder ein von dir markiertes Gebiet angrenzt. Effekt, nur du darfst von dir markierten Gebieten Plättchen platzieren. Wenn du dort ein Plättchen platzierst, erhältst du 3 Mega-Credits. Na gut, also wir können uns pro Runde damit 3 Mega-Credits Bonus holen, wenn wir das gut planen. Das ist natürlich durchaus eine interessante Strategie. Nicht reserviertes Gebiet, okay. Das wären dann ja alle Gebiete außer den für Ozeanplättchen reservierten Gebieten.
Na gut, da wir eh die ganzen Grünflächenplättchen platzieren müssen. Ja. Andererseits, der Kreditkur startet halt mit mehr Geld. Aber die Akadien-Gemeinschaft, die hatte halt auch Stahl am Anfang. Die Frage ist natürlich, wir dürfen uns ja unsere Startkarten auch noch angucken und unsere Präludien. Ich ziehe die jetzt hier mal kurz aus dem Kartenspender. 3, 6, 9, 10 Karten haben wir hier. So, und dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Ich werde jetzt nicht alle in die Kamera halten, sondern ich werde das hier so machen. Vielleicht erkennt ihr ein bisschen was. Wir haben den überkuppelten Krater, die Io-Schwefel-Forschung, die uns zusätzliche Karten ziehen lässt. Das Atalanta-Planeta-Labor, das zwar drei Wissenschaftssymbole braucht, uns auch Karten ziehen lässt. Energieproduktion haben wir hier. Bäume, aber dazu müssen mindestens 4 Grad warm sein. Schwefelfressende Bakterien, Atomabbau, die Mars-Rover-Entwicklung, die ist glaube ich nicht so gut. Genauso wie die Geschäftskontakte. Doch, die Geschäftskontakte sind ganz gut. Mineralablagerung, okay. Das ist jetzt nicht überragend, das hat noch nicht viel dabei, bei dem ich sage, okay, die Karte ist super gut, die brauchen wir jetzt unbedingt. So, jetzt mische ich hier noch einmal kurz die Präludien. Nicht, dass mir hier irgendwer vorwirft, ich würde mein Solospiel hier manipulieren. So. Und dann nehmen wir hier die obersten 4. Der Rest kommt weg. Und da haben wir autarke Siedlung, Megacredits Produktion und eine Stadt. Achso, wir starten auch mit minus 2 Megacredits Produktion durch die eine Erweiterung. Ich weiß gerade gar nicht mehr welche. Hier, Aquiferturbinen. Schon mal ein Ozeanplättchen. 2 Energieproduktion, minus 3 Megacredits. Das ist doch gar nicht so schlecht. Und frühe Siedlung wäre eine Stadt und eine Pflanzenproduktion. Pflanzenproduktion halte ich auch für gar nicht schlecht. Ja, vielleicht sind das 2 Dinge, die wir nehmen. Da tendiere ich doch eher zu. Jetzt muss ich hier nochmal kurz gucken. Also da. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Das Problem ist, dass mir die Karten an sich meist gar nicht so viel bringen. Und die Bäume sind auch erst bei minus 4 Grad. Ah, das ist echt doof. Das ist echt doof. Ich hatte mir hier bessere Startkarten erhofft. Aber das lässt sich jetzt wohl leider nicht mehr ändern. Wir brauchen vor allem für viele Karten hier Wissenschaftssymbole. Da habe ich leider gar nicht so viele dabei. Und wenn ich was hiervon nehme, die haben auch keine Wissenschaftssymbole. Tja. Gute Frage. Es geht schon mal richtig gut los hier. Tja. Wir haben noch ein neues Standardprojekt durch den Solo-Modus. Wir können 16 Mega-Credits abgeben, um unseren Terraform-Wert um 1 zu erhöhen. Das ist auch noch eine Sache, die wir machen können. Auszeichnung Meilensteine spielen selbstverständlich nicht mit. Ich glaube, die... Also ich bin mir nicht so sicher, in welche Richtung das hier gehen soll. Das Problem ist, dass wir auch noch für die Karten zahlen müssen. Ich nehme einfach mal den... Doch, ich glaube, ich nehme hier die Io-Schwefelforschung und den Atomabbau schon mal. Einfach um für die Wissenschaftssymbole zu arbeiten. Und hier kann man halt auch noch die Temperatur erhöhen oder die Venus. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das sind so Sachen, glaube ich, auf die wir hinarbeiten müssen. Gut, und dann, wie gesagt, Enceladus kommt raus. Da hat sich jetzt nichts dran geändert, finde ich. Die 3 kommen dahin. Das Gute ist, dass wir hier auch Kolonien haben, die uns nochmal Megacredits-Produktion geben können oder Wärmeproduktion oder Energieproduktion. Das sind alles Sachen, die ich für sehr sinnvoll erachte.
Gut, und dann fangen wir, glaube ich, einfach mal an. Die große Frage ist jetzt nur Credicor oder die Arkadien-Gemeinschaft. Gut, ich glaube, ich nehme die Arkadien-Gemeinschaft, weil ich einfach schon, denke ich jedenfalls mal, achso, das kann ich ja direkt hier anpassen, einmal Pflanzenproduktion, 2 Energieproduktion, ich nehme die Arkadien-Gemeinschaft, was soll's. Gucken wir mal, vielleicht läuft das ja genauso gut wie bei Clans of Caledonia hier. Naja, schauen wir mal. So, da ich mal nämlich annehme, dass man seinen Konzern als erstes auswählt, kann ich zuerst ein Feld reservieren. Das Problem ist, dass ich eine Stadt platziere. Wo platzieren wir denn unsere erste Stadt? Ich würde einfach mal sagen, dass wir das hier machen. Und wir nämlich erst unseren Marker verteilen können. Und dann die Präludiumskarten passieren, weswegen wir gleich schon Mega-Credits bekommen können. Nehme ich jedenfalls mal an. Das dürfte auch nicht zu viel Geschummel hier sein. Dann platziere ich, also das sind die Ressourcen. Die Produktion habe ich mir schon gegeben. 3 muss ich abziehen für die Aquifer-Turbinen. So, 37. Und dann platziere ich den Ozean hier. Das ist dann nämlich schon mal eine Pflanze. Und dann platziere ich eine Stadt hier und ziehe direkt eine Karte und bekomme dadurch 3 Mega-Credits. Das hat sich jedoch schon mal rentiert. Noch eine Karte, da haben wir jetzt noch was mit Wissenschaftssymbolen. Das ist doch gut. Das war genau das, worauf ich gehofft hatte. So, jetzt haben wir die hier durch. Hier haben wir komplett abgeschlossen. Und der Grund, warum ich den Ozean dahin gelegt habe, ist, dass man ja Boni bekommt, wenn man neben einem Ozean. Ich lege einfach mal meine Präludiumkarten und die hier hin. Die braucht ihr eh nicht groß sehen. Ist das, wenn ich ja neben dem Ozean was platziere, ich zusätzliche Mega-Credits bekomme. So, das war's. Immer wenn man was neben dem Ozean platziert, bekommt man 2 Mega-Credits pro Ozeanplättchen, dass das angrenzt. So, und jetzt schauen wir einfach mal. Wir sind jetzt, ich muss jetzt noch meine 4 Karten kaufen, die kosten mich jeweils noch 3 Mega-Credits. Das heißt, das sind insgesamt 12. Dann kriege ich hier nochmal 8 wieder. So, das ist unser Start soweit. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie wir hier anfangen. Ich würde schon ganz gerne eine Kolonie errichten. Das Problem ist, dass das so teuer ist mit 17 Mega-Credits. Deswegen, also der Atomabbau, der kommt am spätesten. Der ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, ich fange einfach mal mit den Geschäftskontakten an. Die kosten insgesamt 7. Das heißt, 1, 2, 7. Darf ich mir jetzt die obersten 4 Karten anschauen und von denen 2 Stück auf die Hand nehmen und die anderen beiden abwerfen. So. Da gucken wir mal. Hier ist noch was Günstiges mit Wissenschaftssymbolen. Das ist perfekt. Und hier wäre noch was im Zweifelsfall, um den Venuswert zu erhöhen. Das sind halt alles Sachen, die unseren Terraformwert erhöhen. Die Wissenschaftssymbole direkt jetzt nicht, klar. Aber ja, damit lässt sich ein bisschen besser arbeiten. Jetzt haben wir nämlich schon 3 Karten mit Wissenschaftssymbolen und dann ist der Atomabbau nämlich auch in Reichweite. Gut, dann schauen wir mal weiter. Wir können jetzt natürlich den überkuppelten Krater bauen. Da dürften wir noch eine Stadt platzieren und wenn wir das jetzt schlau anstellen und die zum Beispiel da platzieren, kriegen wir dadurch wieder 5 Mega-Credits. Das ist natürlich was, was wir machen können und wir haben halt auch noch hier unsere 10 Stahl. Das sind halt nochmal 20 Mega-Credits, das machen wir glaube ich auch. Das sind 20 Mega-Credits, dann gebe ich nochmal hier
kriege ich wieder 6 zurück, sind dann insgesamt 24. Dann bauen wir den überkuppelten Krater. Aber vorher gebe ich natürlich noch 3 Mega-Credits aus, um meine Fähigkeit zu benutzen, die wir hier haben auf unserem Konzern. Und reservieren das Gebiet. Dann baue ich den überkuppelten Krater. Das wäre jetzt fast schon schief gegangen. Und platziere den hier. Ich kriege eine Pflanze. Und dadurch, dass ich auf dem Gebiet platziert habe, wo unser Marker lag und neben dem Ozean bin, kriege ich nochmal 5 Mega-Credits. Dann muss ich meine Energieproduktion um 1 senken und erhöhe meine Mega-Credits-Produktion um 3. So, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Wir müssen auch dran denken, am Ende jeder Runde können wir einen der globalen Parameter erhöhen, was für uns vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil wir uns da auch ein bisschen Richtung, ein bisschen Vorteile erarbeiten können, sage ich mal. So. Tja, die Frage ist, haben wir viele Venus-Karten? Ich glaube nämlich nicht. Das ist jetzt die Frage, ob sich die IO-Schwefelforschung vielleicht schon lohnt, einfach um eine Karte zu ziehen, oder ob wir noch eine Kolonie errichten vorher. Also die Kolonien, Callisto ist jetzt gerade nicht so wichtig, Luna könnte halt wichtig sein, dass wir die Kolonie errichten. Ansonsten müssen wir mal weiter schauen. Also entweder Luna errichten oder jetzt die IO-Schwefelforschung. In Luna errichten werden das halt nochmal 2 Mega-Credits Produktion. Der IO-Schwefelforschung kriegen wir nur in Anführungsstrichen eine Karte und wir können durch die Kolonie im Zweifelsfall noch mehr Geld machen. Also machen wir das. Wir geben mal hier 17 Mega-Credits aus und errichten eine Kolonie auf Luna. So. Dann wären wir soweit auch durch mit der Runde. Das heißt, die Kolonien werden alle einen weitergestellt. Der Generationsmarker geht gleich erst durch. Dann erhöhen wir einen der globalen Parameter. Ich nehme erstmal den Venuswert. Und dann produzieren wir. Haben wir hier 1 Megacredit. Das sind halt nur 15. Ne? Das ist schon happig im Solo-Spiel. Hier kriegen wir ein und eine Energie haben wir. Okay, dann geht der hier ein weiter und dann kriegen wir wieder 4 Karten, von denen wir uns was aussuchen können. Achso, ich krieg noch den. Ich habe hier noch 2 mehr bekommen, dadurch, dass wir auf Luna die Kolonie errichtet haben. Dann sind das auch nochmal 2 Mega-Credits. Ja. Ja, wir müssen dringend unseren Terraform-Wert erhöhen. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder bescheidene Karten, sage ich mal, die uns alle überhaupt nichts bringen. Die bringen uns wirklich gar nichts. Oh Mann. Gerade mal, aber die sind auch alle zu teuer dafür. Also die Kleintiere bringen uns schon mal überhaupt nichts. Spezielle Design finde ich jetzt auch nicht so gut. Nee, ich glaube, da kaufen wir einfach nichts von und konzentrieren uns weiter auf das, was wir schon haben. Und zwar, der geht hier wieder runter. Gut, wir haben nichts, womit wir noch weiter eine Stadt errichten können. Und wir haben auch nicht so viel Geld. Ja, das ist jetzt natürlich echt tricky, wie wir das am besten angehen. Mit unserer Kolonie zu handeln, bringt uns leider auch gerade nichts. Wir haben echt schlechte Karten hier. Also für 6 bauen wir doch als erstes mal die Transneptun-Sonde. Einfach um das Forschungssymbol zu haben, das Wissenschaftssymbol.
Dann benutzen wir auf jeden Fall noch unsere Fähigkeit und reservieren uns hier nochmal das den Platz da. Weil die Pflanzen, die wollen wir auf jeden Fall alle einsammeln. Das hilft uns durchaus weiter. So, jetzt könnten wir natürlich noch den Physikkomplex bauen für 12, um dann noch ein Wissenschaftssymbol mehr zu haben. Oder wir können das Geld halt einfach auch mit in die nächste Runde nehmen. Was, glaube ich, sinnvoller ist, definitiv. Ja, das läuft alles nicht so optimal. Dann passen wir, denke ich mal, schon wieder. Genau, der geht weiter, der geht weiter, der geht weiter und der geht weiter. Dann produzieren wir erst noch. Wir kriegen wieder 17 Mega-Credits. Die drei hier sind dann 20. Dann bekommen wir eine Pflanze und eine Energie. Oh, der müsste jetzt hier sein. Das wird die dritte Generation sein, die wir spielen. Ja, das war's schon. Wir kriegen wieder 4 neue Karten, von denen wir uns wieder welche kaufen können. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier ein bisschen was Besseres bei ist. Hier können wir schon mal unsere Wärmeproduktion erhöhen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, die Karte holen wir uns. Ansonsten... die rentiert sich vielleicht... die könnte... Da die Karte hier günstiger ist als die Io-Schwefel-Forschung. Ja, wenn wir jetzt 2 Karten kaufen, 6 Mega-Credits haben wir noch 24, also die beiden kaufen wir auf keinen Fall. Der Molekulardruck ist halt günstiger als Io-Schwefel-Forschung und wir kriegen noch Geld wieder, wenn wir die spielen, weil die uns nochmal Geld gibt, was uns das mit den Wissenschaftssymbolen leichter macht. Ich glaube, das machen wir auch mal. Ja, wir kaufen die beiden. Kriegen 4 Mega-Credits wieder. So, 4. Und der geht dann noch runter. So, dann bauen wir den Molekulardruck, glaube ich, auch als erstes. Ja, für 11. Das war jetzt falsch. Falschen Markervorrat geworfen hier. So, 11 habe ich bezahlt und jetzt kriegen wir noch 1 Mega-Credit für jede Stadt im Spiel und für jede Kolonie im Spiel, weil das insgesamt 5 Stück sind. Das heißt, wir haben auch nur 6 bezahlt dafür. Das ist ganz gut. Jetzt haben wir noch den Physikkomplex in der Theorie, der uns 12 kostet. Und dann könnte man nächste Runde den Atomabbau spielen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Oder der Solo-Modus ist halt wirklich stark von den Karten abhängig, die man bekommt. Das kann natürlich sein. Natürlich wollen wir hier uns noch Pflanzen nachher holen. Ich glaube, für 6 bauen wir einfach hier noch die Untertage-Detonation. Und ich glaube, die benutzen wir auch noch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir so schnell wie möglich den Terraform-Wert erhöhen. Unseren Terraform-Wert erhöhen. Sonst sieht das ganz schlecht aus. So. Und dadurch, dass der unsere Wärme erhöht, haben wir vielleicht schnell... die eine Energie wäre in Wärme umgewandelt worden am Ende der Runde. Dann war es es aber auch schon wieder. Wir bekommen wieder 17 Mega-Credits. Also ich bin mir echt nicht sicher... wie das so klappt. Aber gut, ihr könnt mich ja in den Kommentaren mal wissen lassen, was ihr so Solo spielt und welche eurer Solo-Spiele gut verlaufen, welche nicht so gut. Welches habt ihr vielleicht immer verloren? Naja. So, das haben wir. Den erhöhen wir noch weiter. Ja, doch. So, und ansonsten, genau, der geht wieder ein hoch. Wir sind schon in der 4. Generation. Oha. Und dann gucken wir mal. Hier sind Lavaströme. Lavaströme sind schon mal gut.
Die können wir auf jeden Fall platzieren. Ich glaube, die haben auch keinen festgeschriebenen Platz hier auf der Karte. Doch, Asia Mons wäre das. Olympus Mons ist es anscheinend nicht. Elysium Mons auch nicht. Ist, glaube ich, wirklich nur der eine Platz, wo die Lavaströme hin können. Okay. Na gut. Okay, und die arktischen Algen, die gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Die beiden Karten holen wir uns, denke ich mal. Das sind zwar wieder 6 Mega-Credits, die hier flöten gehen, aber was soll's. Das muss wohl so. Die arktischen Algen haben halt den Vorteil, immer wenn ein Spieler ein Ozeanplättchen platzierst, erhältst du 2 Pflanzen. Das Gute ist, soweit ich weiß, zählt das nämlich auch, wenn wir am Ende der Runde die Ozeanplättchen so platzieren. Deswegen bin ich am Überlegen, ob wir damit einfach mal anfangen, damit wir so schnell wie möglich die Pflanzenplättchen, die Grünflächenplättchen platzieren können. So, das haben wir schon mal. Das reicht aber alles immer noch vorne und hinten nicht. Vor allem, weil wir jetzt auch wieder kein Geld haben. Nee. Na gut, aber irgendwie müssen wir da wohl weiter durch. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich mache hier irgendwas total verkehrt. Aber gut. Wir kriegen wieder 17 Mega-Credits. So, 17. Dann, der wird umgewandelt. Das heißt, da haben wir dann einen 5er. Jetzt haben wir natürlich auch eine Wärme zu wenig. Sonst hätten wir nochmal die Temperatur erhöhen können, aber schade. Und ich habe vergessen, Feld zu reservieren. Naja, gut. Hoffen wir mal, dass die 3 Mega-Credits jetzt den Bock nicht fett machen. Ich glaube, wir platzieren da eins. Dadurch bekommen wir 2 Pflanzen. Dadurch haben wir wenigstens 8 Pflanzen. Das ist schon mal viel wert. Die hier werden alle einen weitergerückt. Und die jetzt lohnt es sich nämlich auch, nach Luna zu gehen und da zu handeln. Weil wir 3 bezahlen und wir bekommen 12. Also haben wir Bonus von 3. Die Frage ist, ob sich das nicht vielleicht lohnt, noch mal ein bisschen länger zu warten. Oder ob wir das Geld jetzt brauchen. Gut, wir kriegen wieder 4 Karten. 1, 2, 3 und 4. So, das erhöht nur die Energieproduktion. Die Karten sind schon wieder alle nicht so toll. Allerdings ist... Ne, brauchen wir aber 5 Wissenschaftssymbole für. Nö. 5, 4 Wissenschaftssymbole. Das ist alles nicht so das Wahre. Und der hier, Atomkraftwerk, erhöht nur unsere Energieproduktion. Das brauchen wir gerade auch nicht. Deswegen kommen die alle weg, weil das alles auch nur Geld kostet. So. Wir fangen an mit dem Grünflächenplättchen. Das platzieren wir selbstverständlich hier. Dadurch bekommen wir 5 Mega-Credits und 3 Pflanzen. Das ist doch schon mal viel wert. Dann schauen wir mal weiter. Was können wir denn noch machen? Was können wir noch machen? Am liebsten wollen wir ja die Venus erhöhen, weil wir da auch nochmal eine Karte ziehen dürfen. Das Einfachste, aber es kostet auch so richtig viel Geld. Insgesamt brauchen wir 34 Mega-Credits, damit wir das machen können. Das ist natürlich happig. Happig, happig. Die Frage ist, ob wir jetzt nicht einfach die Lavaströme nehmen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Jetzt haben wir 18 für. Weil wir dadurch... Achso, erstmal ist der hier noch hochgegangen und der hier. So, und jetzt platzieren wir die Lavaströme, das heißt, die Temperatur steigt um 2 Stufen. Das heißt, der hier steigt auch um 2 Stufen. Und wir platzieren den Marker hier und, also, ja, müssen wir auf eins dieser Felder setzen. Und ich glaube, wir haben hier nur dieses zur Auswahl, so wie das aussieht. Dann kriegen wir noch ein Titan
Oder wobei, wir warten noch kurz, um die Karte zu spielen. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel, sondern reservieren uns vor das Gebiet. Ich will halt nicht zu lange hier nachdenken, damit nicht so viel Leerlauf ist für euch und das nicht zu langweilig wird. Deswegen probiere ich ein bisschen schneller zu spielen, deswegen erlaubt mir sowas hier mal zu machen. Dann klappt das nämlich alles ein bisschen besser. So, die Venus möchte ich natürlich nicht weiter erhöhen im Moment. Da wir jetzt nur 5 Mega-Credits haben, ja genau, ist unser Zug auch schon wieder vorbei. Aber nächste Runde können wir die Wärme nochmal erhöhen, was uns noch mehr Wärmeproduktion gibt, was gut ist. Damit kommen wir auf jeden Fall langsam voran. Die Frage ist, wir müssen unsere Pflanzenproduktion irgendwie erhöhen. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt noch schaffen. Und irgendwie wäre es schön, wenn wir auch hier noch hinkommen. Ja, das Problem an den Grünflächenplättchen ist nämlich immer, dass man sie platzieren muss neben einem eigenen Plättchen. Das macht das alles nämlich ein bisschen ärgerlich. So, also die gehen alle noch hoch und nächste Runde müssen wir echt mal, nächste oder übernächste Runde müssen wir gucken, ob wir mal handeln. So, ich platziere, glaube ich, wieder ein Ozeanplättchen, weil das wieder zwei Pflanzen sind für mich. Dann fehlt uns wieder einer. Aber vielleicht können wir noch irgendwo was platzieren, wo wir noch eine Pflanze bekommen. Das wäre ganz gut. Dann, genau, die Kolonien habe ich gemacht. Ich habe das Ozeanplättchen platziert. Und ich habe die zwei Pflanzen bekommen dafür. Genau, dann produzieren wir. Wir haben 3 plus 17 sind genau 20. Ja, ein bisschen mehr Geld, das ist gut. Das ist durchaus nicht verkehrt. Hier, die hier haben wir. Kriegen hier nochmal 2. Das tausche ich jetzt nicht um, weil wir auch gleich wieder 8 ausgeben können. Der hier ist da runter. So, der geht weiter. Und wir haben nur noch 7 Generationen Zeit. Und der Weg ist lang. Also wir müssen noch 43 Terraform-Wert bekommen. Eieiei. Also ich hoffe, dass wir zumindest zur 50 kommen oder so. Das wäre wenigstens. Aber hier sind auch schon wieder nur doofe Karten, wenn ich das mal so sagen darf. Nur doofe Karten. Hier die Regenwürmer, die erhöhen die Pflanzenproduktion für je 2 eigene Mikrobensymbole. Wir haben kein einziges Mikrobensymbol. Das heißt, die können schon mal weg. Die brauchen wir nicht. Die anderen Karten sind hier auch viel zu teuer. Ist auch auf jeden Fall raus. So, die große Frage ist, der orbitale Sonnenspiegel erhöht zwar unsere Energieproduktion, dadurch können wir natürlich mehr Wärme produzieren auch, aber ich tendiere schon wieder fast dazu, vielleicht kaufen wir die Energieinfrastruktur, weil vielleicht können wir später unsere Energieproduktion nochmal günstiger erhöhen. Und dann können wir unsere Energie, die wir nicht brauchen, auch immer noch umwandeln in Mega-Credits. Aber brauchen wir das wirklich oder wollen wir lieber die Energie in Wärme umwandeln? Ich glaube, das ist sinnvoller, die Energie in Wärme umzuwandeln. Machen wir so. Ist egal, brauchen wir nicht. Schauen wir mal. So, als allererstes erhöhen wir die Wärme, bevor wir das vergessen. Das heißt, unsere Wärmeproduktion steigt und das steigt. Gut, dann mal schon mal eine Wärmeproduktion von 3. Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt irgendwie ein Plättchen platziert, und damit wir eine Pflanze bekommen, damit wir dann noch ein Grünflächenplättchen platzieren können. Das wäre halt optimal. Als allererstes müssen wir uns nochmal ein Feld reservieren. Ich tendiere ja weiter dazu, dass wir uns hier um die Ozeane rummanövrieren. Das erscheint mir recht sinnvoll. Also gucken wir mal. 25 Mega-Credits haben wir. Wir können natürlich einfach so eine Grünfläche bauen. Dadurch würden wir dann insgesamt 2 bauen können. Aber ist es das wert? Ist es das wert? Wir haben 25, würden dann 23 zahlen. Hätten wir noch 2.
dann würden wir insgesamt 6 wiederbekommen durch die Ozeane, wären wir bei 8 und nochmal 6 durch unsere beiden Marker, wären wir bei 14. 14. Können wir mit 14 dann noch was machen? Wir könnten dann noch den Physikkomplex bauen, den wir aber auch nur bauen wollen, damit wir ein zusätzliches Wissenschaftssymbol haben. Ich bin da immer noch nicht so begeistert von. Andererseits, tja, was haben wir groß für eine Wahl? Könnte natürlich noch handeln, wenn wir dann 14 haben und handeln. Handeln kostet uns 9, haben wir 5 und wir kriegen 15, haben wir 20. Das bringt uns auch nicht übertrieben weiter. Das ist eine gute Frage. Nee, dann das Handeln machen wir dann lieber nächste Runde. Ja, das Handeln machen wir lieber nächste Runde. Die große Frage ist, was machen wir dann diese Runde? Machen wir das mit den Grünflächenplättchen? Ich meine, dadurch bekommen wir auch mehr Geld. Komm, wir machen das einfach. So bescheiden, wie die Karten eh gerade kommen. Gucken wir einfach mal. Wir platzieren ein Grünflächenplättchen. Und zwar hier. Dadurch bekommen wir 2 Pflanzen. Und 7 Mega-Credits. So. Jetzt können wir mit den... Achso. Der geht natürlich noch ein hoch und der hier geht ein hoch. Und dann können wir noch mit unseren 8 Pflanzen noch eine Grünfläche bauen. Die haben wir hier, legen wir dann hier hin. Zack. Bekommen dann genau 2 Pflanzen. Und nochmal 5 Mega-Credits, und dann haben wir 14. So, der geht hoch und der geht hoch. Sind uns am Ziel ein bisschen näher gekommen. Wir könnten jetzt noch handeln, aber es ist lukrativer, wenn wir es nächste Runde machen. Ich glaube, wir bauen jetzt einfach den Physikkomplex. Oder... Wir machen hier die Untertage-Detonation. Erhöhen unsere Wärmeproduktion um 2. Wären wir bei 5. Werden wir 5 bekommen und der geht rüber, wären wir bei 8. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das machen wir. Legen also unseren Marker hier rauf. Zahlen 10 Mega-Credits. Und erhalten 2 Wärmeproduktion. Und ich glaube, das war es dann auch für diese Runde. Das heißt, die kommen wieder runter. Wir erhöhen wieder einen globalen Parameter. Ich würde sagen, wir bleiben weiter hierbei. Genau. So, dadurch kriegen wir wieder 2 Pflanzen. Ja, ein bisschen besser läuft's. So, der hier geht hier rüber. Achso, da waren wir ja noch gar nicht. Wir machen erstmal hier die Kolonien weiter. Zack. So, und jetzt produzieren wir. Also wir kriegen 3 plus 20 sind 23. 23. Zack. Dann haben wir 27. Dann eine Pflanze. Eine Energie. Die Energie ist natürlich vorübergegangen. Und 5 Wärme. Sehr schön. Dann haben wir das, glaube ich, soweit alles gemacht. Der geht einen hoch und wir haben schon jetzt, nach der Runde wäre die Hälfte des Spiels vorbei. Das macht mir etwas Sorge. Allerdings ist es ja immer so, dass ich das sehr schnell, dass man sehr schnell sehr viel machen kann. Aber die Karten sind nicht auf unserer Seite. Die sind nicht auf unserer Seite. Nee, nee, nee. So,
So, also weniger Geldproduktion wollen wir schon mal gar nicht. Der virale Verstärker, das ist, glaube ich, auch relativ egal. Ja, wenn wir ein Pflanzen-, Tier- oder Mikroben-Symbol ausspielen, dann bekommen wir noch eine Ressource, aber das bringt uns nicht so viel. Die Frage ist jetzt, was mit den Karten hier ist. Also der Phobos Raumhafen, der ist zu teuer, wenn dann die Bergbaukolonie. Allerdings kostet die auch 20 Megacredits. Das ist einfach Geld, das wir im Moment nicht erübrigen können. Wir könnten zwar eine Kolonie errichten, aber die Frage ist, wie viel uns das bringt. Wir machen es einfach nicht. So, ganz fix entschieden. Also, wir haben auch noch ein paar Handkarten, die wir ausspielen wollen. So ist es ja nicht. Genau, wir haben hier immer noch die beiden Karten, die unser nächstes Ziel sein sollten. Ja. Gut, oder wir spielen halt wirklich, geben die 5 mehr aus, um noch eine Karte zu ziehen. Müssen wir mal schauen, wie wir das gleich machen. Also als allererstes geben wir mal 8 Wärme aus, Hitze aus, um die Temperatur zu erhöhen. Geht der auch hoch. Dann reservieren wir uns wieder ein Gebiet. Und zwar... Ich bin fast am Überlegen, ob wir uns das Gebiet hier reservieren. Hätte ich das Ozeanplättchen vorhin anders platzieren müssen. Damit wir die Pflanzen bekommen, könnten wir wieder 2 Pflanzenplättchen platzieren. Einmal hier durch die Grünfläche und einmal hätten wir dann wieder genug Pflanzen. Ist natürlich die Frage, ob sich das für uns lohnt. Wieder 2 mehr. Wir wollen auf jeden Fall handeln. Das müssen wir als allererstes mal machen. Wir müssen 9 Megacredits ausgeben. Zack. Dann fliegt unser Handelsschiff hier hin. Und dann bekommen wir unseren Koloniebonus plus den Handelsbonus. Das sind insgesamt 19. So, damit können wir vielleicht schon mal ein bisschen besser planen. Dann... Ist jetzt natürlich wirklich die Überlegung wert, ob wir hier noch ein Wissenschaftssymbol ausspielen. Das kostet 17. Also ich reserviere mir mal mit unserer Fähigkeit, reservieren wir uns mal den hier. Der erscheint mir gerade am sinnvollsten. Ja. So machen wir das. Und wenn wir jetzt 17 haben, das klappt sogar auch noch. Gut, also wir geben 17 Megacredits ab. Jetzt hoffe ich, dass das nicht in die Hose geht. Aber schauen wir mal. 17 Megacredits. Man kann es halt auch für 5 weniger machen. Nein, wir machen jetzt den. Und ziehen eine Karte, in der Hoffnung, dass die uns noch weiterhilft. Das ist gar nicht so schlecht. Da können wir die Temperatur nochmal erhöhen. Und unsere Energieproduktion. Das machen wir aber nicht jetzt, weil wir jetzt für 3 und nochmal 19, das heißt, wir kriegen nochmal einen wieder, sind da insgesamt 22, können wir den Atomabbau spielen. Da können wir Schweber platzieren, was egal ist, aber wir können die Venus um 2 erhöhen. Und dadurch dürfen wir noch eine Karte ziehen. Und hier können wir Energie abgeben, um Karten zu ziehen. Das ist doch mal... Das sind Karten, mit denen wir mehr anfangen können. Definitiv. So, allerdings war es das jetzt schon wieder, diese Runde. Ja. Ich bin weiterhin am Überlegen, ob wir die Ozeanplättchen platzieren. Und diesmal machen wir es, glaube ich, echt hier. Falls wir hier was platzieren wollen in naher Zukunft. Dass wir da ein bisschen mehr... Nee, erstmal hier. Wir wollen uns ja in die Richtung hier arbeiten. So. Also, dann... Das haben wir gemacht. Dadurch kriege ich 2 Pflanzen. Was schon mal gut ist. Das ist schon mal richtig gut. Dann die Kolonien. Der dahin, der kommt zurück. Den haben wir erhöht. Dann produzieren wir. Wir haben 3 plus 23 sind 26. Es wird langsam mehr. Dass man nur mit 14 startet, Terraform-Wert, ist natürlich echt happig.
Das ist echt happig, der kommt da wieder runter. So. Ja, das waren die Mega-Credits. Der hier geht da rüber. Wir kriegen noch 5. Ein und ein. Wir müssen echt gucken, dass wir die Pflanzenproduktion höher bekommen. Ja. Gut, dann geht der ein hoch. Die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Müssen wir schauen, wie das klappt. So. Ich werde mir jetzt noch die Karten aussuchen und dann muss ich euch einmal kurz verlassen, weil die Kamera sonst gleich den Geist aufgibt. Die muss ich gleich einmal an den Strom anschließen. So, also, ich glaube, die hier ist gar nicht schlecht, weil wir zusätzlich Karten ziehen können. Die anderen Karten sind, glaube ich, eher Grütze, deswegen kommen die alle weg. Die kaufen wir und kriegen 2 Mega-Credits wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind weiterhin dabei, den Mars zu terraformen. Es sieht nicht so gut aus. Es sieht überhaupt nicht gut aus, da will ich euch nicht anlügen. Wir müssen schauen, wie wir das jetzt packen. Gut, als allererstes für, tja, das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, als allererstes fangen wir an und reservieren uns ein Gebiet. Und zwar ist das das Gebiet von Olympus Mons. Weil die Karten, die brauchen wir auf jeden Fall. Dann geben wir unsere 8 Pflanzen aus, um ein Grünflächenplättchen zu platzieren. Das legen wir hier hin. Dadurch kriegen wir 5 Mega-Credits. 5 Mega-Credits insgesamt, eine Pflanze und ein Stahl. Erhöhen die Temperatur und unseren Terraformwert. Genau. So. Dann für 5 Mega-Credits spielen wir hier mal die Technologiedemonstration aus. Dürfen wir 2 Karten ziehen. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Marineressee, dass wir 2 Ozeanplättchen platzieren können, aber Temperatur 0. Na gut. Und dann haben wir hier noch den Corona-Extraktor. Braucht aber 4 Wissenschaftssymbole. Aber wir wollen ja sowieso für unsere 2 Stahl, das sind dann 9, die wir hier noch zahlen müssen. Zack, kriegen wir wieder einen wieder. Spielen das Entwicklungszentrum. Mit dem können wir nämlich pro Runde, und das machen wir jetzt auch, eine Energie abgeben, um eine Karte zu ziehen. Zack. Das Kartell. Ja, das ist richtig schlecht. Wir kriegen eine Mega-Credits-Produktion für jedes Erdensymbol, das wir haben. Das sind gar keine. Einschließlich dieses dann, also ja, wäre eins mehr. Aber wir können jetzt den Corona-Extraktor noch spielen, der uns noch mehr Energieproduktion gibt. Oder die Tiefbrunnenheizung, weil wir dadurch Energie und Mega-Credits quasi erhöhen und unsere Wärme auch nochmal. Ich glaube, das ist besser, wenn wir die hier spielen, die Tiefbrunnenheizung. So. Und kommt hier, wir erhöhen unsere Energieproduktion um 1. Dann erhöhen wir die Temperatur um 2 Grad, also einen Schritt. Das da und das da. Wunderbar. Dann haben wir jetzt noch 2 Mega-Credits, mit denen wir nichts anfangen können. Hier Karten zu verkaufen bringt im Moment auch nichts, weil wir das Geld mit dem Geld eh nicht viel anstellen können. Das heißt, wir sind soweit wieder durch mit der Runde. Was wir im Auge behalten müssen, ist hier der Marineressee. Ob wir den nicht früher oder später spielen wollen. Das heißt, wir dürfen hier nicht mehr zu viele Ozeanplättchen platzieren, aber wir können auch erstmal wieder bei der Venus ein bisschen was machen, damit wir hier vor dem Terraformwert die Neutralisationsanlage spielen können. Das ist ganz gut. Das heißt, wir gehen den hier ein weiter, den, und das war es eigentlich schon. Dann produzieren wir wieder. Wir haben jetzt 28, das heißt, wenn wir die beide zurücklegen, 30 Mega-Credits insgesamt. Eine Pflanze kriegen wir. 2 Energie und 6 Wärme, Hitze.
Wie auch immer. Wärme, Hitze, Wärme. Ja, gut. So, das wäre das soweit. Dann geht der hier schon weiter. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, das schaffen wir nicht. 1, 2, 3 und 4. Und wieder einmal ist da nur Müll bei. Ja, das sieht überhaupt nicht gut aus. Wir haben hier nichts Sinnvolles, um unsere Mega-Credits-Produktion zu erhöhen, dass wir mehr kaufen können, mehr machen können. Und auch so, die Effekte der Karten sind nicht das, was wir wollen. Definitiv nicht. Dann kommen die alle wieder weg, leider. Gut. Wir wollen unsere Fähigkeit natürlich benutzen, wie immer. Und uns ein Gebiet reservieren. Frage ist, ob wir nicht schon mal das hier reservieren. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht... Ich glaube, das ist fast das Sinnvollste. Uns hier die Grünfläche holen, damit wir die drei Karten auch bekommen. Weil als allererstes können wir die Wärme mal erhöhen. Und zwei wieder, die Temperatur. So. Zack und zack. Dann... Genau, dann wollten wir für... 23, also 7 zurück. Na, da. Bauen wir ein Grünflächenplättchen. Hier hin. Wir bekommen 3 Mega-Credits, weil wir da bauen. Plus nochmal 4, sind 7 und 3 Karten. Und den hier und den hier. So, 7 Mega-Credits. Ich nehme hier mal 12 und lege den 5er wieder zurück. Und 3 Karten. Die wir einfach so ziehen dürfen. Das hier sieht doch mal genau nach dem aus, was wir haben. Und der auch. Oh, hier sind jetzt die ganzen guten Karten, aber die sind auch teuer. Gut. Aber das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Für 11 Mega-Credits. Und da brauche ich auch gar nicht lange drüber nachdenken. Äquatorialer Magnetisierer. Wir können eine Energieproduktion ausgeben. Machen wir. Um unser Terraformwert zu erhöhen. Das können wir jetzt noch ein paar Mal machen zum Glück. Also die nächsten paar Runden. Dann benutzen wir noch das Entwicklungszentrum. Geben eine Energie ab, um eine Karte zu ziehen. So. Also. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich die beiden Sachen hier machen. Hier könnt ihr gerade gar nicht sehen. Doch, so ein bisschen könnt ihr es sehen. Ich probiere das hier alles so ein bisschen so zu sortieren, dass ich die wichtigen Karten hier liegen habe. Es gibt 2 Karten, die kann ich auf jeden Fall, glaube ich, schon mal verkaufen. Die brauche ich nämlich definitiv nicht mehr. Also schon mal 2 Mega-Credits mehr. Das ist mit dem Plan ein bisschen einfacher. So, also. Wir müssen auf jeden Fall unsere Energieproduktion ein bisschen erhöhen. Ich glaube, die Karte hier, die brauchen wir auch nicht. Nee. Andererseits. Nee, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Genau, kriegen wir nochmal Mega Credit mehr. So, jetzt haben wir noch 5 Karten hier liegen. Kann man die alle sehen? Ja, die kann man alle sehen. Sehr schön. So. Nach der nächsten Runde, in der nächsten Runde bauen wir auf jeden Fall die Neutralisationsanlage. Dann kommt das, das. Okay, ja, mehr machen wir diese Runde nicht mehr. Das heißt, das geht alles zurück. Wir erhöhen einen globalen Parameter, und zwar den Venuswert. Zack. Dann die Kolonien produzieren. Das hier sind dann insgesamt 11. Und da 5. Den. Hier ein, da ein. 3 plus 28 sind 31, die wir bekommen.
So. Und nochmal 4 Karten, von denen wir uns was aussuchen dürfen. Die brauchen wir nicht. Ah, die ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Energieproduktion erhöhen. Das Problem ist, ich glaube, das lohnt gar nicht mehr. Weil wir durch den Corona-Extraktor noch ein bisschen unsere Energie erhöhen können. Und dann haben wir hier noch ein paar andere gute Karten. Ich glaube, das machen wir lieber so. Gut. Also, wir reservieren uns schon mal einfach wieder ein Feld. Einfach, weil wir das eh können. Und zwar das da. Damit wir da jeweils gut Geld bekommen können, sollten wir hier irgendwann mal den schaffen. So, für 7. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Als allererstes die Neutralisationsanlage. Der geht einen hoch und unser Terraform-Wert steigt um 2. Dann geben wir natürlich 8 Wärme aus. Wir erhöhen die Temperatur. Der steigt auch nochmal. Dann es ist ab jetzt wichtig, glaube ich, die Temperatur hochzuhauen. Schauen wir mal, was wir hier jetzt noch haben an Karten. Also der Corona-Extraktor, der ist jetzt auf jeden Fall wichtig, weil wir die Energieproduktion brauchen. Ja, und wir haben mittlerweile die 4 Wissenschaftssymbole. Energieproduktion erhöht sich um 4. Dann senken wir unsere Energieproduktion um 1, um unseren Terraform-Wert zu erhöhen. Dann geben wir eine Energie ab, um eine Karte zu ziehen. Die ist schlecht. Die bringt uns überhaupt nichts. Überhaupt nichts bringt uns die. Tja, das ist jetzt schwierig. Schwierig, schwierig. Die verkaufen wir erstmal, die brauchen wir nicht. Kriegen wir einen Megacrit, kann man ein bisschen besser planen. Können natürlich unsere Wärme weiter erhöhen. Wenn wir das machen, die Wärmeproduktion, dann kriegen wir pro Runde 8. Das heißt, wir können einmal pro Runde definitiv die Temperatur erhöhen. Das Problem ist, wir können das auch nur haben, wenn wir die Karte hier haben. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, das zu machen. Ich überlege gerade, ob wir nicht die Bewässerung machen und ein Ozeanplättchen platzieren. Weil wir dann Pflanzen bekommen, haben wir 6. Naja, das können wir machen. Das können wir machen. Wie viele Ozeanplättchen haben wir denn hier noch? 4 Stück. Und ich habe noch 2 Stück, mit denen wir auch welche platzieren können. Das heißt, mitunter. Ah, vielleicht wollen wir das Geld auch einfach sparen. Ah, Entschuldigung. Gut. Handeln bringt uns gerade auch nicht so viel. Da machen wir nur einen Gewinn von 3. Da können wir die Orbitalreflektoren jetzt auch nicht mehr spielen. Das wäre nämlich schön gewesen, hätte das noch geklappt. Ich glaube, wir passen einfach für die Runde. Dann haben wir mehr Geld nächste Runde zur Verfügung und können dann vielleicht mal so einen richtig guten Zug hinlegen. Ich meine, wir sind jetzt immerhin schon bei 32. Aber es wird schwierig. Ich sehe nicht, dass wir das packen. Ich mache die Temperatur mal höher. Ja. Gut. Also, dann produzieren wir wieder. Nachdem ich die Kolonie hier hochgestellt habe, dann produzieren wir wieder. Mega Credits. Wir haben 3,35 kriegen wir. So, sollte nächste Runde mal einiges möglich sein. Dann eine Pflanze. Die 4 können da hin. Eine Pflanze sind dann 5. Und 6 Wärme. Ja, die Wärme erhöhen brauchen wir eh nicht machen, weil wir auch immer Energie noch übrig haben. Von daher passt das schon. Gut, wir haben alles produziert. Der geht einen hoch. Eieieiei. Und wir schauen mal, ob wir hier noch was haben. Nationalpark, importierter Wasserstoff. Das wäre noch eine Karte. Oh!
Das ist ja hier. Ich habe ein Venus-Symbol. Mir fehlt ein Erdensymbol. Mir fehlt ein Erdensymbol. Aber vielleicht kriegen wir das noch. Jetzt bin ich fast verlockt, drei Karten zu kaufen. Allerdings. Doch, ich kaufe drei Karten. Wir haben ja das Geld jetzt mal zur Verfügung. Das heißt, wir haben hier jetzt auch ein bisschen mehr Auswahl mit dem, was wir machen wollen. Gut. Dann als allererstes für 8 Wärme. Erhöhen wir die Temperatur. Unser Terraform-Wert geht hoch. Dann ja gut, wir können jetzt für 36, das ist ganz schön teuer, können wir nochmal 5 Pflanzen bekommen. Ui, und ja, doch, das machen wir. Für 36, Mega-Credits, spielen wir den riesigen Konvoi. Wir dürfen ein Ozeanplättchen platzieren. So, das sind dann 2 Pflanzen, die wir schon mal bekommen. Wir ziehen 2 Karten. Die sind wenig hilfreich. Und wir bekommen 5 Pflanzen oder 4 Tiere. Wir nehmen natürlich die 5 Pflanzen. Die beiden Karten, die wir bekommen haben, die könnten wir auch. Der Tanganbau ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Also Soletta verkaufen wir auf jeden Fall. Da kriegen wir schon mal ein Mega-Credit. So. Dann können wir. Wir können handeln. Wenn wir handeln, machen wir ein bisschen Gewinn mit. Das machen wir mal. Oh, ich kann ja sogar Energie abgeben zum Handeln. Das ist ja noch besser. Ja, das machen wir. Für 3 Energie. Für 3 Energie schicken wir mal den dahin zum Handeln. Das macht 15 Mega-Credits für uns. Dann für 16 Mega-Credits. Ja, für 16 Mega-Credits spielen wir den importierten Wasserstoff. Habe ich eben meinen Terraform-Wert erhöht durch den Ozean? Ich glaube nicht. Das machen wir nochmal fix. Durch den importierten Wasserstoff platzieren wir ein Ozeanplättchen. Das sind nochmal 2 Pflanzen. Und wir kriegen nochmal 3 Pflanzen, also nochmal 5. So, und dadurch kriegen wir jetzt nochmal einen Terraform-Wert. Das haben wir. Dann, oh, langsam wird das was. Machen wir das hier nochmal. Und reservieren uns hier nochmal ein Gebiet. Zack. Dann für 8 Pflanzen. 2 wieder. Platzieren wir ein Grünflächenplättchen. Und zwar hier. Es gibt uns nochmal 7 Mega-Credits. 7. Dann machen wir das gleiche nochmal auf der anderen Seite. So, die Frage ist, war da noch was drunter? Und 2 Pflanzen. Pflanzen. So. So, die Pflanzen habe ich ausgegeben fürs zweite. Es kommt dahin. Nochmal eine Pflanze und nochmal 7 Mega-Credits. So, es sind 8, also 15. Ja, also, ja, so 10. Bisschen verwirrt. Und jetzt habe ich vergessen, die hier beide weiterzustellen. 1, 2, 1, 2. Hui, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Gut, Ozeane müssen wir nicht mehr platzieren. Das machen wir nur noch mit der Karte hier. Das ist nämlich das Einfachste. Am besten wäre es, wenn wir jetzt noch ein Grünflächenplättchen platziert bekommen. Dann erhöhen wir die Temperatur nämlich auch nochmal. Ja. Gut, wir dürfen diese Runde keine Karte ziehen, damit wir genug Wärme haben, um
Das machen wir aber auf jeden Fall, damit wir genug Wärme haben, um die Temperatur nochmal zu erhöhen nächste Runde. Hui. Ja, es wird. Gucken wir mal weiter. Was können wir noch machen? Na gut, so wichtig ist das Grünflächenplättchen jetzt auch nicht. Wir können jetzt entweder noch eine von den beiden Karten hier spielen. Achso, ich bin dahin, das heißt, der ist auch wieder runtergegangen. Entweder erhöhen wir unseren Terraform-Wert oder unsere Pflanzenproduktion. Wenn wir Pflanzenproduktion erhöhen, und das ist, glaube ich, fast das Optimale, können wir nächste Runde ganz sicher wieder eine Grünfläche platzieren und das müssen wir. Also, Mega-Credits-Produktion steigt um 2. 1, 2. Pflanzenproduktion um 3 und wir kriegen sogar noch mal 2 Pflanzen. Gut, jetzt haben wir hier noch 4 Karten liegen. Ja, das war's soweit. Ich habe durch die beiden, das war's noch nicht, ich habe durch die beiden Ozeane, die ich platziert habe, ja noch mal 4 Pflanzen bekommen. Die habe ich überhaupt nicht mit eingerechnet, durch die arktischen Algen. Das heißt, wir haben insgesamt 10 und wir können nochmal ein Grünflächenplättchen platzieren. Und da können wir jetzt nochmal richtig Geld machen. Seht ihr mal, was ich hier alles vergesse, wenn ich das nicht alles Step by Step und in Ruhe mache. Das sind nochmal 9 Mega-Credits. Dadurch können wir wieder was spielen, das ist optimal. Der geht hoch. 1, 2, 9 Mega-Credits, 1 zurück, 10. Und jetzt können wir nämlich das Freisetzen von Inertgasen noch machen. Wurde unser Terraform-Wert nochmal um 2 erhöht. Und jetzt dürfte es das gewesen sein für diese Runde. Okay. Wow. Jetzt habe ich ein kleines bisschen Hoffnung gerade, muss ich sagen. Ja, vielleicht wird das noch was. Gut, welchen Wert erhöhe ich? Ich erhöhe die Temperatur, damit wir hier zu dem See kommen. Den brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Der wäre super. Also gut, dann wird der dahin. Wir kriegen das, achso, die Kolonie hier nochmal, das dahin, 3 Energie, 4 Pflanzen und dann 5 plus 42, 47 Mega-Credits sind dann genau 50, die wir haben. Uiuiui, ja, das könnte langsam was werden. Dann, der hier geht ein hoch. 1, 2, 3, 4. Gucken wir doch mal. Das ist schon mal Quatsch. Die ist leider auch Quatsch. Die ist auch Quatsch. Und jetzt kommt hier wieder nur Müll, leider. Hier ist das Ehrensymbol, das wir brauchen. Die Karte müssen wir uns auf jeden Fall holen. Und erhöht sogar nochmal unsere Mega-Credits-Produktion. Gibt uns auch mal Mega-Credits. Okay. Gibt uns aber einen Siegpunkt weniger. Das ist aber hier im Solo-Spiel vollkommen egal. Das heißt, wir zahlen 3 für die Karte, kriegen 7 wieder. Gott. Oh. Dann bezahlen wir das Projekt auch mal. Hohe Besteuerung. Unsere Mega-Credits-Produktion erhöht sich um 2. Gehen wir auf 7 hoch. Und wir bekommen 4 Mega-Credits. Das heißt, wir haben insgesamt 2 Mega-Credits erstmal verloren, dadurch, dass wir die Karte gekauft haben, was wir in der nächsten Runde wieder drin haben. Und wir haben das Symbol mehr, das wir hier für die Karte brauchen. Nämlich das Allgericht. Braucht ein Jupiter-Symbol, ein Venus-Symbol und ein Erden-Symbol. Kostet 11. Und bringt uns nämlich nochmal 2 Terraform-Wert rein. 1, 2. So. Dann für 8 Wärme erhöhen wir die Temperatur nochmal um 1. Was uns auch nochmal einen Terraform-Wert bringt. Wir sind bei 45. Oh, mal schauen.
Wir müssen die Temperatur weiter erhöhen. Das ist das Hauptziel. Was wir auf jeden Fall noch machen, ist unsere Energieproduktion wieder um einen senken, um uns noch einen Terraform wegzunehmen. Zack. Dann. Am besten wären auch nochmal zwei Pflanzen. Ja. Das ist jetzt. Achso, mein Schiff ist wieder hier. Zwei Pflanzen. Bei. Erstmal machen wir noch das hier. Wir geben eine Energie ab, um eine Karte zu ziehen. Die ist leider Mist. Die verkaufen wir direkt mal. Um einen Mega-Credit zu bekommen. Gut. Ja, schade, wir haben nicht darauf geachtet. Wenn wir auf 0 Grad sind, dann wird ja eh nochmal einer davon gemacht. Na gut, dann machen wir jetzt einfach mal die Orbitalreflektoren für 26. Dadurch wird die Venus um 2 Schritte erhöht. 1, 2 und wir bekommen 2 Wärmeproduktion. Die ist jetzt nämlich bei genau 8. Und dadurch kriegen wir 2 Terraformen mehr. Wir sind jetzt bei 48 von 63. Es ist vielleicht nicht unmöglich, das noch in 2 Runden zu machen. Nicht unmöglich. Allerdings können wir jetzt diese Runde nicht mehr so viel machen. Nee. Wir können uns noch einen Platz reservieren, wo wir was bauen wollen. Dann nehmen wir, denke ich mal, weiterhin hier die Plätze mit den Pflanzenboni. Ja, okay. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir werden mal hier die Temperatur nochmal um einen erhöhen. Ja, so machen wir das. Kolonie geht hier ein weiter. Dann nehme ich hier die Würfel noch runter. Wir produzieren. Das heißt, das geht dahin. Dann gehen sie raus. Wir kriegen 10 und die gehen dahin. Dann bekommen wir 4 Pflanzen. Das ist auch gut. Und 7 plus 48, 55 Mega-Credits. Jetzt müssen da noch mal ein paar Karten bei sein, die uns hier weiter voranbringen, weil wir nur noch 2 komplette Runden Zeit haben. Der geht ein weiter. Und 1, 2, 3, 4. Und jetzt müssen wir hoffen, dass da ganz viel mit Temperatur oder Sauerstoff oder Venus erhöhen ist. Nein, nein, oh. Ah, maximal 10% bei der Venus. Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Das heißt, die Karte ist schon mal komplett raus, weil wir die Anforderungen nicht mehr erfüllen können. Der ist auch egal, der ist auch egal. Jetzt haben wir hier nur die eine Karte über. Das ist ja bescheiden. Sehr bescheiden. Die würde uns nochmal 2 Pflanzen bringen für 10 Mega, für 13 Mega-Credits umgerechnet. Das machen wir, glaube ich, trotzdem. Das, ist, glaube ich, ein fairer Deal. 2 holen wir uns die erstmal. So. Als allererstes erhöhen wir die Temperatur. So und so. Dann erhöhen wir die Temperatur nochmal. Für 14 Mega-Credits. 4 und 10. Zack. Der geht dann hoch. Wir platzieren einen der Ozeane und zwar hier hin. Geht dann nochmal hoch und wir dürfen noch eine Karte ziehen. Der bringt uns auch nicht viel. Den verkaufen wir direkt wieder. So. Dann benutzen wir unsere Fähigkeit, um uns das Feld hier zu reservieren.
Dann geben wir 8 Pflanzen aus, kriegen 2 zurück und platzieren noch ein Grünflächenplättchen hier. Bekommen nochmal 2 Pflanzen. Und der Sauerstoff geht hoch und wir kriegen noch ein Mega-Credit. Es sind nur noch 11. Es sind nur noch 11. Wir haben auch, wie gesagt, dieses Startprojekt noch zur Verfügung, wo wir für 16 Mega-Credits uns einen Terraform-Wert holen können. Jetzt sind es nur noch 10. Eieiei. Dann nutzen wir den hier, geben den ab und ziehen eine Karte. Auch der bringt uns nicht weiter. Glaube ich. Muss ich gleich nochmal überlegen. So, jetzt haben wir hier noch den Marineressee. Den können wir jetzt auch noch ausspielen. Gut, das ist für, ja, naja, sind dieselben Kosten. Aber ist egal. Oh, ich habe nochmal 2 Pflanzen bekommen. Die vergesse ich die ganze Zeit. Das ist perfekt. Dann habe ich gleich wieder 8 Pflanzen. Durch meine arktischen Algen. Dann spiele ich den Marineressee aus. Bringt uns übrigens am Ende noch 7 Punkte, auch wenn die nicht hierfür relevant sind, aber es ist ja schön zu gucken, wie viele Punkte man insgesamt hat. Und legen dann noch ein Ozeanplättchen. Wir haben auch noch 2 Mega-Credits bekommen. Das haben wir vorhin, glaube ich, auch vergessen. Also die 2 Mega-Credits gebe ich mir auf jeden Fall noch, weil wir neben Ozeanplättchen einen Ozean platziert haben. Und jetzt kriegen wir wieder 2. So. Dahin und noch ein Titan. Und nochmal 2 Pflanzen. Bin aber auch vergesslich heute. Das ist echt ganz schlimm. So, unser Terraform-Wert steigt nochmal um ein. Dann für die 8 Pflanzen, die wir hier noch haben, platzieren wir noch ein Grünflächenplättchen direkt hier hin. Das erhöht den hier und dann sind das 3, 9 Mega-Credits, die wir nochmal wieder bekommen. Okay, ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen können. Ich bin da guter Dinge. Wir haben jetzt noch 46 Mega-Credits. Und keine Pflanzen mehr. Gut, ich glaube für 10 machen wir trotzdem mal die Noctis Landwirtschaft. Kommt eine Mega-Credits-Produktion und 2 Pflanzen. Dann bin ich fast am Überlegen, ob wir hier noch... Können wir 32 noch zweimal unsere Mega-Credits erhöhen oder für insgesamt 16 unsere Wärmeproduktion um 5? Die Frage ist, bringt uns das was? Wenn wir die Wärmeproduktion um 5 erhöhen, haben wir 13... Wäre genau zweimal Temperatur erhöhen. Ja, also wir geben 10 Mega-Credits aus hierfür und erhöhen unsere Temperatur nochmal um 2 und bauen dann für 6 noch die Carbonatverarbeitung. Ah, jetzt war das Problem, dass die Energieproduktion da sinkt, aber das macht nichts, das ändert wenig. Und erhöhen unsere Wärmeproduktion nochmal um 3. So. Jetzt kommen wir hier nämlich genau auf 16 Wärme insgesamt. Und dann geben wir diese 16 hier aus, kriegen nochmal 4 wieder, um unseren Terraform-Wert nochmal um 1 zu erhöhen durch das Standardprojekt. Ist das schlau? Nee, wir zahlen nur 15. Das wäre nicht schlau. Und erhöhen die Venus und gehen dadurch einen weiteren. Dann sparen wir einen Mega-Credit. Immerhin. Und dann war es das, glaube ich, auch schon wieder für diese Runde. Schon wieder. Und wir kommen zur letzten Runde. Also erstmal, der geht wieder weg. Die 3 hier gehen weg. Uiuiui, das wird spannend. Wir erhöhen den Sauerstoffwert. Das ist das Unwahrscheinlichste, dass wir den noch erfüllen. Dann produzieren wir 8 plus 56 sind 64. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass wir jetzt hier nochmal so knapp davor sind. Das wird eine spannende letzte Runde auf jeden Fall.
2, 3, 4. So, dann haben wir noch 4 Pflanzen, die wir bekommen. Und 3, der geht darüber und dann nochmal 13 dazu. So, dann 1, 2, 3, 4 und wir sind in der letzten Runde. Und da ist wenig Sinnvolles dabei. Hier, den hier angrenzen an ein Stadtplättchen, geht nicht. Nee. Eieieiei. Das bringt's nicht. Das bringt's alles nicht. Dann müssen wir schauen. Also als allererstes für 16 erhöhe ich zweimal die Temperatur. 1, 2. Dann sind wir bei 58. 5 Terraform-Wert brauchen wir. Ich glaube, wir haben hier 60. Mist. Wir hätten 60 hier. Ach nee, das wäre ja mehr als genug. Für 30 könnten wir zweimal die Venus erhöhen. Für 60 könnten wir sie 4-mal erhöhen. Das würde nicht reichen. Das würde nicht reichen. Wenn wir für 60 4-mal die Venus erhöhen, das würde sogar gehen. Dann wären wir bei 62. Dann hätten wir noch 9 Mega-Credits. Tja. Das haut nicht hin. Ich glaube, ich habe die Kolonie nicht weitergestellt. Die Frage ist, macht das jetzt noch einen Unterschied? Es sind 12, die wir bekommen. Das heißt, 3 mehr, als wir jetzt haben. Das müsste genau hinhauen. Ja, ich glaube, das haut wirklich genau hin. Gut, dass ich noch dran gedacht habe, die Kolonie weiterzustellen. Dann werden wir nämlich für 9 kostet mich das. Ja. Mit der Kolonie Handel treiben. Wir kriegen 12 Mega-Credits. Das sind schon mal 2. Und der. Für 60 Mega-Credits erhöhen wir dann 4-mal die Venus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann für 11 Mega-Credits erhöhen wir unsere Energieproduktion um 1. Um dann unsere Fähigkeit hier zu benutzen, unsere Energieproduktion zu senken und unseren Terraform-Wert um 1 zu erhöhen. Und jetzt haben wir keine Ressourcen mehr und nichts weiter. Aber haben es geschafft. Haben es wirklich genau in den 12 Runden auf 63 geschafft. Ich hoffe, ich habe keine Fehler gemacht während des Spiels. Das müsst ihr mir sagen in den Kommentaren. Aber es sieht so aus, als hätte ich es geschafft. Gut, wir sehen uns dann gleich beim Fazit wieder. Da sage ich euch dann noch meinen genauen Punktestand mit all den Karten, die ich hier noch liegen habe und wie viele Punkte das denn umgerechnet wären. Bis gleich! So, ich habe es genau geschafft, den Terraform-Wert von 63 zu erreichen. Wer hätte das gedacht? Ich hoffe, ich habe soweit alles richtig gemacht und nicht irgendwas vergessen oder falsch gemacht oder doppelt gemacht, was ja auch doof wäre. Wenn euch Fehler aufgefallen sind, sagt mir das bitte in den Kommentaren. Und mein Endscore insgesamt mit allen Punkten, die es so gab, das heißt die Städte, die Grünflächenplättchen und die Punkte, die es durch Karten gab, lag insgesamt bei 90 Punkten. Ich bin sehr zufrieden damit, vor allem, weil ich sonst immer noch Auszeichnungen mitfinanziere oder Meilensteine und dadurch meist auch 10 bis 15 Punkte noch mache in jedem Spiel. Deswegen bin ich mit den 90 eigentlich ganz zufrieden. Genau, und wie gesagt, wenn euch irgendwelche Fehler aufgefallen sind, sagt mir das bitte.
damit ich weiß, ob ich es überhaupt geschafft habe. Vielleicht habe ich es ja doch nicht geschafft. Ansonsten würde ich sagen, steht es 1-1 bei Patzner vs. Brettspiele. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich als nächstes machen soll, irgendwelche Ideen habt, irgendwas hinter mir seht, was euch auffällt, dann lasst mich das wissen, was ihr gerne sehen würdet als Solo-Let's Play. Ich tendiere vermutlich zu Teotihuacan zum Beispiel, dass man das mal ausprobiert. Oder ein Gloomhaven-Szenario bin ich auch am Überlegen, ob man das vielleicht macht, auch wenn das vielleicht ein paar Spoiler sind. Aber wenn euch das wirklich interessiert, lasst mich das wissen und wir sehen uns beim nächsten Mal.